Fulgor, der Ork-Schamane, hält Sledgy in seinen Kerker gefangen, der von 7 Drachen bewacht wird. Steige mutig hinab in die Mine, beseitige Fulgor und rette Sledgy. Ja, dann würde ich sagen, klingt doch nach einer total leichten Aufgabe und wird wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit vielen Hindernissen gespickt sein. Und es wird super einfach, da bin ich mir ganz sicher. So, ich drücke mal eine Taste. Nenne deinen Namen. Na, dann spielen wir doch den lieben Alkorosch. Passend zu diesem Spiel der Zwergenname auf jeden Fall. Alkorosch, Sohn des Ogrin. So, wir können uns aussuchen, einen Zwergencharakter. Es gibt den Abenteurer, der startet mit 1 Promille und 2 Gold. Der Geizkragen mit einem Amulett, was immer uns das bringt, und 5 Gold. Der Zechpreller mit 2 Promille und Zwergen-Gin. Und der Krieger mit 1 Promille und einem Kurzschwert plus 5. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einen ordentlichen Krieger, das ist ja wohl klar. Kurzschwert plus 5 ist immer gut. Also, man hat wohl verschiedene Werte. Ich starte einfach mal, dann können wir uns das mal angucken. Ich werde sowieso viele Anläufe brauchen, um überhaupt was reißen zu können. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich starte mal als Krieger. Die Steuerung. Bewegen, WASD oder Joystick Import 2. Ich benutze die Tastatur auf jeden Fall. I für Inventar habe ich noch gelesen. Das ging jetzt wieder so schnell. Ich hasse das ja, wenn so Sachen aufploppen und dann nur so eine Zeit bleiben. Das finde ich furchtbar schrecklich. Ich meine, wir haben noch eine Tastatur. Lasst uns doch uns darauf einigen, dass wir langsam machen und eine Taste drücken müssen. Na gut. So, was haben wir hier? Oben links ist die Automap. Ich brauche also keine Automap-Kamera und brauche auch hier meine Automap-Manual-Map-Karten nicht. Das ist schon mal hervorragend. Rechts ist das, was wir sehen. Also der Dungeon. Oben haben wir noch so eine Richtungsanzeige. Der helle Buchstabe ist die Richtung, in die wir gerade schauen. Und darunter haben wir die Anzeige Leben 100%. 1 Promille, weil ich ja Krieger bin, starte ich mit 1 Promille. Gold 0, Kurzschwert plus 5 haben wir als Waffe und Inventar 0 von 4 belegt. Punkte 0. Ich glaube, Return oder I war Inventar. Dann Rucksack ist leer. Okay, jetzt bin ich aber, glaube ich, einen Schritt gegangen, oder? Ich habe doch nur auf Return gedrückt. Ich probiere nochmal. Nee, ich bin aber stehen geblieben. Ich bin auf der Stelle rumgestampft. Ich habe aber Leben verloren. Ich glaube, ich verliere ich pro Schritt ein Leben? Ach je, ich verliere pro Schritt Leben. Oh, auf den Schock muss ich mir erstmal einen trinken. Genau das, Nivolonde, das ist das neue Goldquest, das komplett in Basic geschrieben sein soll. Ja, wenn du die ersten zwei Teile kennst, dann kennst du schon zwei Teile mehr als ich. Also ich habe das hier nur mal kurz angespielt heute, um zu gucken, ob es läuft. Ist das Ziel des Spiels, besoffen zu werden? Dann mach weiter so. Ja, so ähnlich. Also, man findet unterwegs Zwergen-Gin, den kann man trinken. Und man sieht ja auch, pro Schritt verliert man Promille. Man darf nicht über 3,5 Promille kommen, sonst haut es einen aus den Socken. Und je mehr Promille man hat, desto stärker kämpft man wohl. Na gut, also, ich bin hier auf Ebene 1 jetzt auf jeden Fall und ich laufe jetzt mal ein bisschen durch und dann gucken wir mal, was passiert. Bei diesen Fragezeichen passiert immer irgendwas. Ja. Ich gehe mal in diese Richtung hier weiter oder... Nö, ich gehe mal nach hier weiter, so. Oh, die böse Fee. Haha, sehr schön. Ich erfülle dir 6-mal minus Leben oder minus Promille. Oh, also 6 Leben oder 6 Promille kann ich jetzt hier einbüßen. Eine schwere Entscheidung, da muss ich aber erstmal... Was meint ihr denn? Leben oder Promille? Nein, Nivolonde, ich habe kein Met in meinem Horn, ich habe Zwergenbier in meinem Horn. Ein interessantes Konzept. Soll ich meinen Arbeitgeber mal vorschlagen, dass ich mit mehr Promille härter arbeite? Vielleicht ist das ja sogar so, man weiß es nicht so genau. Man kriegt es ja selber meistens nicht mit. So, ich würde sagen, der Programmierer meint Leben soll ich abziehen. Ja gut. Ja, dann mache ich das mal. Ich mache jetzt mal eine Runde, was ihr wollt. Die böse Fee verflucht dich, Leben minus 6%. Toll, blöde Fee. Ach man, man rennt hier... Wenn man oben an der Automap sieht man das. Wenn man auf der einen Seite rausrennt, wieder an der anderen Seite rein. Okay, dann drehe ich mich mal rum. Oh nein! Ein Wächter steht im Weg. Kämpfen
Orkbier trinken? Was? Ach so, ich kann mit dem kämpfen oder ich kann ein Wettsaufen veranstalten. Dann würde ich sagen, ich trinke doch mal mit dem. Ich habe ja sowieso, ich bin ja mit 0,87 nicht gut aufgestellt. Ich sag mal Orkbier trinken. Der Wächter schläft ein, du hältst 5% Leben und 1 Promille. Ah, okay. Das ist ja interessant. Also ich darf ja nicht über 3,5 Promille kommen, aber solange ich einigermaßen nüchtern bin, ist alles gut. Ich darf nur nicht kämpfen. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, was ist das? Du läufst in einen Teleporter, minus 9%. Aha. Jetzt habe ich Leben verloren und bin jetzt wieder hier oben. Oder was? Hm. Laufe ich denn jetzt wieder in den Teleporter rein? Nee, der ist jetzt weg. Okay. Oh, wer ist das denn? Ein Kobold. Lass uns würfeln. Ah, jetzt kann ich sitzen. Alles, ein Gold oder nichts. Ich habe ja gar kein Gold. Also nichts. Du spielst nicht, der Kobold haut zu, Leben minus 1%. Ja gut, dieser verflixte Kobold. Ah, jetzt sieht man da auf der Karte, das ist hier so ein Gang, der so durchgeht. Ach, wenn ich mich auf der Stelle drehe, verliere ich auch Leben. Ich brauche dringend Leben. Ich finde 2 Gold. So, jetzt kann der Kobold kommen. Jetzt habe ich doch Gold. Okay, da oben ist nichts, aber noch ein Fragezeichen. Oh, wer ist das denn? Sale. Kami, weitergehen oder bei Kami einkaufen. Aha, ja gut, ich habe nur 2 Gold. Eine Handaxt plus 6. Pets Waffendoppler. Oder Lynx Zauberkarte. Hm. Ja, bringt mir alles nichts, weil das alles viel zu viel Gold kostet. Ich brauche also mehr Gold. Kami zieht weiter. Okay, ja, da hinten ist ja nichts mehr. Dann kann ich mich hier auch umdrehen. Ich hätte auch rückwärts laufen können, um Leben zu sparen. Besoffen bekommt man Wunden nicht so mit. Genau, Nivolon, der 3D-Bildschirm erinnert ein bisschen an den ich programmiert hatte. Genau, ja. Die Idee zu diesem Spiel, also die Idee, das Spiel hier als Dungeon Crawler zu machen, so, ich habe mit der Programmierung von dem Spiel nichts zu tun. Die basierte wohl darauf, dass der Sledge ihm ein Video gesehen hat. Deswegen spiele ich es jetzt auch mal. Ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. Was, dann verliere ich kein Leben beim Rumlaufen mehr, außer du bist mit Gold überladen? Schmendrick, schau, dass du immer über 2 Promille bist. Ah, dann verliere ich auch kein Leben beim Rumlaufen. Okay. Schmendrick kennt das Spiel sehr gut. Du warst doch bestimmt hier mit im Team. Ich meine, ich hätte dich doch da irgendwo in den Credits gelesen. Hallo erstmal. Oh, hier, ich finde Met. Plus 20% plus 0,2. Oh, das trinken wir sofort. Zack, welch köstlicher Trank. Gut, ist kein Met, aber... Ein ordentliches Zwergenbier. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Horn hätte nehmen sollen. Das ist immer so schnell leer, finde ich. Na gut, ich bin immer noch auf der ersten Ebene. Das kann ja noch länger dauern heute. Ach, in der Taverne werde ich dich treffen. Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Bitte nicht viel spoilern oder so. Und mit Tipps so ein bisschen zurückhalten, außer ich frage danach. Weil ich möchte das hier so ein bisschen erforschen, das Spiel. Ein Hörnchen Wein bleibt ungern allein. Füll es mit Bier, das rate ich dir. Okay, so, was haben wir denn hier? Ein Ork greift mich an. Ich kann kämpfen oder fliehen. Nö, bei 1,86 Promille und Kurzschwert plus 5. Ich bin ein Krieger. Selbstverständlich hau ich dem Ork ordentlich aufs Maul. Du gewinnst den Kampf. Leben minus 0%, Gold plus 1, Punkte plus 23. Oh, es gibt auch Punkte. Hochinteressant. Ich finde ein, was? Ein Igel, was? Met? Okay, plus 20% plus 0,2 Promille. Könnte ich jetzt auch direkt trinken? Dann wäre ich zumindest über den 2 Promille, zumindest für die nächsten paar Schritte. Dann mache ich das mal, komm. Trinke ich direkt mit. So, Promille, ah, jetzt ist Promille auch grün. Sehr gut. Ah, da geht's weiter. Das ist doch die Tür zur nächsten Ebene. Ja, da oben, ich habe den Dungeon ja soweit erforscht. Da geht's ja nicht weiter. Da geht's ja nur noch geradeaus durch und die Sackgasse. Und ich glaube, Zufallsereignisse oder sowas wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich gehe mal weiter. So. Du hast Ebene 1 überlebt. 63 bisherige Punkte. Plus 94 Lebensbonus. Plus 100 Abschnittspunkte. Gleich 257 Abenteuerpunkte.
Leben 94%, Promille 2,01, Gold 3. Dein Rucksack enthält nichts. Alkorosch, du hast die Wahl. Wirtshaus aussuchen oder nächste Ebene. Ich würde ja mal ins Wirtshaus gehen, damit ich hier den guten Schmendrick da mal treffe. So, das Wirtshaus. Wirtshaus zum lustigen Lamm. Dein Status, Inventur, bla bla bla, Leben, bla bla bla, Gold, Alkorosch, du möchtest. Zum Händler gehen, Zwergenpoker spielen, dich an einen Tisch setzen und bestellen. Tisch setzen und bestellen, da werde ich wahrscheinlich Leben dazu kriegen und Gold verlieren. Zwergenpoker spielen, werde ich wahrscheinlich Gold verlieren oder Gold verlieren. Und zum Händler gehen, werde ich auf jeden Fall auch Gold verlieren. Ich gehe jetzt erstmal zum Händler und guck mal, was der so hat. Lynx bietet seine Waren an. Nichts kaufen, eine Handaxt plus 6 für 14 Gold. Kamis Feenklatsche, da kann man doch bestimmt die böse Fee mitklatschen. Für 7 Gold. Oder ein was? ADTBM-Elixier. Aha, was immer das wohl macht. Ich kaufe jetzt mal nichts. Lynx zieht weiter. Ah, okay, ich hätte erst Zwergenpoker spielen sollen, weil der Händler ist dann weg. Gut, gut zu wissen, fürs nächste Mal. Ich werde mal Zwergenpoker spielen. Zwergenpoker. Deine Karte Herz 5. Du setzt ein Gold. Das kann ich jetzt wahrscheinlich... Genau. Das kann ich hier hoch und runter setzen. Ich setze aber jetzt erstmal ein Gold, weil eine Herz 5 erscheint mir keine besonders hohe Karte zu sein. Schmendrick. Der hat doch gemogelt. Ich will nochmal spielen. Pik 4. Setze ich nochmal ein Gold. Oh, Karo 10. Das ist doch Beschiss. Na gut, dann setze ich mein letztes Gold. Was soll's? Oh, ein Herz 8. Jetzt setze ich ein Gold. Mehr habe ich nicht. Nivolonde. Ich glaube, der Programmierer war dem Alkohol gar nicht abgeneigt. Ja, das glaube ich auch. Und im Kartenspiel. Ein Kreuz Buben, du gewinnst ein Gold. Juhu, ich habe ein Gold gewonnen. Ach komm, eine Runde noch, oder? Eine letzte, aber vorher trinke ich noch einen Schluck. Ist das denn hier komplett Zufall mit dem Spiel oder ist das irgendwie so... Ne? So. Hängt das an irgendwelchen Werten dran, an Promille oder so? Ich brauche neues Zwergenbier auf jeden Fall jetzt. Da geht wirklich, in so ein Hörnchen geht aber wirklich nicht viel rein. Naja, einmal spiele ich noch. Was? Niemand will spielen? Ach Mann, ja wahrscheinlich, ne? Ich bin ja auch super gut in dem Spiel gewesen mit meinem Herz 8, Herz Ass. So. Na gut, dann, was ist denn hier? Tisch setzen und bestellen ist dann beenden oder was? Ich mach das mal. Was darf es sein? Speisen, Tränke, Menüs, Wirtshaus verlassen. Nö, dann verlasse ich das Wirtshaus. Ich glaube, was essen brauche ich nicht. 94 Leben. Ich nehme an, dass Speisen wohl mein Leben füllen wird. Ich verlasse das Wirtshaus. Der Magen knurrt, die Kehle trocken. Du steigst hinab zur Ebene 2. Ja, tut mir leid. Aber ich habe immer noch ein wenig Promille. Ja, da geht's direkt mit Fragezeichen los. Dann gehe ich da doch mal lang. Oh, die, schon wieder die böse Fee. 14 Mal? Was? Na, 14 Leben will ich jetzt aber nicht verlieren. 14 Promille ist aber auch doof. Aber die 14 Leben, so spare ich ein Leben bei einem Schritt. 3 im Sinn. Ja gut, ich nehme jetzt mal die Promille. Die Fee verflucht dich minus 1,4. Och Mann. Gehe ich hier durch den blöden Dungeon und nirgendwo und hin und her. Ein Ork greift an, jetzt wo ich nüchtern bin. Na gut, wir kämpfen. Immerhin habe ich eine Waffe plus 5. Ach Mist, ich verliere. 13% Leben. Der Ork zieht weiter, so. Na gut, mal sehen. Och, was ist das denn? Du stürzt hinab in Ebene 3. Minus 10%, was? Och. Und ich habe Gold verloren. Das Spiel scheint mich nicht zu mögen. Na gut.
Theoretisch habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ein größeres Horn oder eine hochprozentige Füllung. Sonst wirst du dem Spiel nicht gerecht, ja. Das Problem ist, ich würde mich ungern hier im Livestream betrinken. Zu sehr. Ich meine, ich laber ja schon so viel Stuss und dann würde ich ja noch mehr Stuss labern hinterher. Na gut. So, was habe ich im Inventar? Ich glaube nichts. Das gucke ich jetzt auch nicht nach. Ich habe nur 62 Leben. Oh Gott. Ich brauche Gin. Juhu! Zwergen-Gin. Plus 5% plus 1 Promille. Das ist gut. Das machen wir sofort. Welch köstlicher Trunk. Oh, wen haben wir da? Ah, ich habe nur ein Gold. Verflixt. Bei Vendor einkaufen. Ich finde ja die Grafik, die ist total putzig. Ich mag ja diese ESCII-Grafik, die finde ich ja total super. Da mit diesem Stab, mit dem Herz und dem Peak unten dran. Oben im Haar ein Kleeblatt. Voll gut. Ja, tut mir leid. Ich kann mir da gar nichts leisten. Nicht mal die Feenklatsche, obwohl ich sie mir sehr gerne leisten würde. Ach, wie schade. Naja. Dann wollen wir weitergehen, würde ich sagen. Vendor zieht weiter. Oh, Teleporter. Minus 9%. Jetzt wird es aber langsam kritisch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Aha. Okay. Ah, hier gibt es noch jede Menge. Schon wieder einer. Minus 9%. Ich glaube, ich bekomme hier gerade ganz schöne Probleme. Was haben wir da denn? Kobold, lass uns würfeln. Oh, ich habe doch keine 4 Gold. Wenn ich jetzt alles setze. Kobold 3, ich 4. Blöder Kobold. Das war leicht. Ich wusste, dass ich vorher gewinne. So, weiter geht's. Was? Alkai? Ork-Boss greift dich an. Oh, hier je auch noch ein Boss. Ich habe gerade 28 Leben. 38. 1,4%. Ja gut, ich kämpfe trotzdem. Oh. Eieiei, ich glaube, das war's. Jetzt kann ich noch einen Schritt gehen. Der Boss zieht weiter. Ja, das war's. Tut mir leid. Ich habe versagt. Aber es war ja der erste Versuch. Ich spiele ja noch eine Runde. Alke ist der Hauptmann der Orks. Ultra hart. Ich habe vollen Respekt vor deinem Mut. Für den ersten Versuch absolut passabel. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wenn ich bei 2 Promille bin, dann rege ich mich auch nicht mehr so auf über meine Niederlagen. Ist ähnlich wie in dem Spiel. Das Spiel ist sehr nah am Leben angelehnt, muss ich sagen. Niederlage, du bist gescheitert. Wie schon viele andere Zwerge vor dir. Sledgy bleibt Fulgors Gefangener. Ah, die Musik ist ja auch schön, finde ich. Er hat sowas Endgültiges.